Recht herzlich willkommen zur 39. Folge von Stellaris. Ja, letztes Mal noch eine Kolonie in Angriff genommen. Können wir ja hier mal gerade sehen. Hier da haben wir eine neue Kolonie gemacht und ich glaube, der Bereich, der wächst mit der Zeit, kann das sein. Ich glaube, der ist jetzt größer geworden. Umso mehr Bewohner da vielleicht sind, umso größer wird er, kann das sein. Okay, wenn wir mal angucken. 20 Monate brauchen die. 8 von diesen Energieeinheiten. Ja, hier ist ein bisschen schwieriger, aber das ist halt so, ne? Warte mal, wenn das Konstruktionsschiff erst auswählen. Warte mal, was haben wir denn hier so im System? 2 ist das Maximum, okay. Ist aber auch nicht schlimm, das können wir dann auch mal gucken. Das müsste ja dann eigentlich funktionieren, ne? Dann lass das mal da bauen, dann können wir die anderen notfalls auch bauen. Wir brauchen auf jeden Fall einen mehr hier, damit wir wieder ins Plus kommen, ne? Der Rest sieht doch ganz gut aus, oder? Essen ist ein bisschen knapp, aber das wird noch werden. Gut, dann können wir das wegmachen und dann haben wir noch ein Kolonieschiff. Und auf der Karte haben wir ja gesehen, dass wir hier eigentlich auch kolonisieren könnten, ne? Dieses hier. Und das müsste, haben wir auch genug Kohle dafür eigentlich, ne? Das wäre jetzt hier irgendwie eine Eiswelt, aber da unten können wir landen und dann kriegen wir auch Essen. Dann denke ich mal, sollten wir dies tun, oder? Das ist die Frage, wo weg wir sie nehmen, ne? Kontinentale Welt. Mistrime. Kann man irgendwo sehen, wie viele da drauf wohnen? Bewohnbarkeit arktisch. 20%. Ist das bei denen auch irgendwie angezeigt? Ja, aber das ist doch identisch, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wo die letzten wegkamen, ne? Das ist auch so eine Sache. Anpassung kontinental. Ist doch alles identisch hier, oder? Kontinentale Welt, kontinentale Welt. Und das letzte ist auch eine. Ist ja die neue, ne? Ne, ist sie gar nicht, oder? Ne, die fehlt hier noch. Das ist jetzt für mich jetzt nicht so. Wofür ist es zum Auswählen? Damit ich genug Bevölkerung weiterhin habe. Ja, komm, zack. Wir nehmen jetzt hier diesmal den zweiten und landen da an, denke ich mal, ne? Ja, sieht am besten aus. Kann auch so heißen, ruhig. Dann fliegen die dahin, ne? Und dann wollen wir zusehen, dass wir da auch weiterkommen. Ich glaube, das wächst hier mit der Zeit. Denn man sieht, ja, guck mal, man konnte es, glaube ich, gerade optisch auch erkennen, dass das größer wird. Ja, wird schon werden. 6 Stück sind da drin, okay. So, Kolonieschiff ist unterwegs, wo ist es? Haben wir das jetzt da gesagt, die sollen das dann machen oder haben wir es nicht gemacht? Ha? Ich habe es ausgewählt, aber es fliegt nirgendwo hin oder vertue ich mich da? Warte mal, zentrieren wir hier, ne? Gehe zu. Das fliegt nirgendwo hin, oder? Verstehe ich das jetzt nicht.
So, kolonialisieren ist da nicht ausgewählt. Ah, es gibt schon eine geplante Kolonie. Also wenn die... Ach, ich weiß warum. Deswegen. Weil wir noch in Pause sind, ne? Oder? Hm. Vielleicht laden die auch erst ein, das kann auch sein. Keine Ahnung. Galaxiekarte schließen, fertig. So, da geht's dann los. Ja. Müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Spiel läuft auf jeden Fall. Lass uns nochmal rausgehen und nochmal gucken. Okay, das wird auf jeden Fall größer, wie man sieht. Ja, hier gibt es auch eine Bewegung, Welt, die man bewohnen kann, ne? Die ist klar. Und die ist jetzt 314. Oh, guck mal an. Die einen haben die anderen eingenommen gerade. Hammer, oder? Das ist aber doof, das wollte ich nicht. Neutrale Flotten. Ah, da, schau her. Das Schiff fliegt erstmal schon mal nach da. Und wie es dann dahin kommt, weiß ich noch nicht. Werden wir dann sehen. Okay. Warum das hier immer noch blinkt, ist immer noch fraglich, ne? Pulsiert hier nicht. Doch da. Wäre schön, wenn wir da mal was erkunden könnten oder so, ne? Konstruktionsschiff fliegt sonst wohin? Forschungsschiff. Lass es doch mal hier hinfliegen. Vielleicht kann man da doch was tun. Forschungsschiff. Projekt erforschen. Projekt wurde bereits erforscht. Das ein Bug ist oder nee, ich weiß es nicht. Anführer hat neue Stufe erreicht, okay. Läuft, wie sieht's hier aus? Das ist bald fertig und der Rest dauert noch etwas länger. Ja, hier ist jetzt nichts wirklich, ne? Das ist ja alles schon erforscht. Und dieses hier, bewohnbare Welten erkunden, müssen wir noch machen. Das mit der Drohne, das ist wohl irgendwie auch schief gegangen, glaube ich. Nein, der Fortschritt ist auch nicht gerade prickelnd, ne? Ach so, ja, das kennen wir schon. Kann also weg. Kontakte, ja. Haben wir. Überwältigen, überlegen, überlegen, unterlegen. Wo sind die? Wo sind die? Das ist die Frage. Warte mal. Wir haben ja jetzt, fällt mir gerade so ein. Anführer verstorben. Schade. Wissenschaftler ist verfügbar. Na dann, nehmen wir die, ne? Achso, die ist verstorben, ja, genau. Unerwartet mit 85, okay. Ja, das ist unser Forschungsschiff. Es kommt jetzt hier hin und kann aber dann nichts erforschen, oder wie ist das? First Strike ist das. Die fliegen mal weg. Und die fliegen dahin. Projekt erforschen geht nicht. Was passiert, wenn man im Orbit einfliegt? Scheint auch nichts Besonderes, ne, oder?
So, das war's dann. Ist wohl schon erledigt. In dem Sinne. Erkunden, erforschen. Geht nicht. Komisch, ne? So, dann gucken wir, was wir noch erforschen können. Dieses System können die vielleicht noch erforschen, ne? Ne, ist auch schon erforscht, aber was? Oh, voll doof, ne? Wie ist hiermit? Auch schon erforscht. Unerkundet. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt was gefunden, wo System erkunden. Da haben die was zu tun. Okay. Oh, hier haben wir schon jetzt unseren Bereich wieder erhöht, dass wir auch einen Zugang haben. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Ist da schon was passiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Garantie widerrufen. Okay. Sternenkarte gegen Sternenkarte. Zuck, Mama. Okay. Die haben abgeschlossen hier. Konstruktionsschiff. Tja, da oben können wir auch noch machen. Wir haben jetzt aber erstmal da oben Plus. Das heißt, das lassen wir so. Militärstation bauen, ne. Das ist die Bergbaustation, das ist das Schiff, ne? Fliegen wir da mal hin. Fliegen wir da mal hin. Ja, dann will ich aber auch sagen, soll es erstmal für die Runde reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.